Abgesehen vom Shampoo gibt es noch eine andere essentielle Zutat zum Haarewaschen, das Wasser. Und wie sich die Wasserhärte auf eure Haare auswirkt, darum geht's in diesem Video. Seid gespannt! Herzlich willkommen! Die wichtigste Zutat beim Haarewaschen ist das Wasser, ganz klar. Es gehört noch Shampoo und die Haare dazu, aber ohne Wasser geht gar nichts. Darum will ich, dass wir uns in diesem Video mal anschauen, was es denn für Unterschiede beim Wasser gibt, worauf man achten muss und wie sich das Ganze auf die Haare auswirkt. Unser Leitungswasser kommt aus verschiedenen Quellen. Die häufigste Quelle in Deutschland ist das Grundwasser. Und je nachdem, wo wir wohnen, ist das Wasser mal mehr und mal weniger stark mit Kalk belastet. Wasser mit sehr wenig Kalk bezeichnet man als weiches Wasser und Wasser mit einem sehr hohen Kalkgehalt bezeichnet man als hartes Wasser. So viel erstmal zur Begriffserklärung. Das Kalk, das in unserem Wasser ist, ist für uns zum Glück nicht gesundheitsschädigend. Und auch für die Haare ist es nicht schädigend. Allerdings beeinflusst es sowohl unser Haar als auch unsere Haarfarbe und unsere Frisur. Nehmen wir zum Beispiel mal hartes Wasser, so wie wir es hier in Berlin haben und womit ich täglich arbeite. Das macht das Haar spröde und rau. Gerade auch bei gefärbten Haaren hinterlässt es so einen grauen Schleier und die Farben sehen schon nach wenigen Waschen nicht mehr, also die Farbbrillanz ist nicht mehr ganz so schön und die Blondtöne sind etwa, es geht alles mehr ins Gräulichere über. Der Härtegrad des Wassers wirkt sich auch noch auf den Shampoo-Verbrauch aus. Benötigt man bei hartem Wasser zum Beispiel eine viel größere Menge an Shampoo als beispielsweise bei weichem Wasser. Außerdem benötigt man auch mehr Spülung, mehr Pflegeprodukte, um die spröden und rauen Haare wieder ein bisschen weicher und geschmeidiger zu bekommen. Man merkt es vor allem auch daran, dass bei hartem Wasser das Shampoo nicht so viel schäumt wie zum Beispiel bei weichem Wasser. Hartes Wasser hat also, wenn man sich das so anhört, nur Nachteile. Oder? Nicht so ganz, denn ein weiterer Faktor ist noch eure eigene Haarbeschaffenheit. Also welche Stärke ihr habt, ob ihr Locken habt, ob ihr feines Haar habt, ob ihr kräftiges Haar habt. Das ist auch noch ein sehr starker Faktor dabei. Wenn ihr zum Beispiel feines Haar habt, dann ist das harte Wasser für euch wieder von Vorteil. Denn durch das harte Wasser bekommt ihr mehr Griffigkeit in eure Haare. Ja, und man verbraucht dadurch zum Beispiel auch viel weniger Stylingprodukte. So geht es mir zum Beispiel. In Berlin brauche ich relativ wenig. Ein bisschen Wachs mache ich rein, damit meine Haare so aussehen. Wenn ich jetzt woanders bin, an der Ostsee oder irgendwo, wo ich merke, dass da weiches Wasser ist, brauche ich noch Haarspray, anderes. Die Haare sind schön geschmeidig und fallen einfach nur herunter. Das ist zum Beispiel ein klarer Vorteil, denn wir brauchen zwar ein bisschen mehr Pflegeprodukte bei hartem Wasser, aber wir brauchen weniger Stylingprodukte, weniger Schaumfestiger, Haarspray, Gel, anderes, weil die Haare von alleine schon eher griffiger sind und schon das machen, was wir möchten. Und was macht jetzt weiches Wasser? Naja, wie es schon so ein bisschen der Name verrät, macht weiches Wasser die Haare schön weich und geschmeidig. Klarer Vorteil ist, dass ihr weniger Shampoo benötigt, ihr benötigt weniger Conditioner, weniger Spülungen, weil die Haare einfach schon vom Wasser her eher weich und geschmeidig sind. Allerdings ist noch ein wichtiger Faktor dabei, dass man bei weichem Wasser es schwieriger ist, das Shampoo herauszubekommen. Wegen der Oberflächenspannung lässt sich das Shampoo ein bisschen schwieriger herauswaschen als zum Beispiel bei hartem Wasser. Man müsste zum Beispiel länger spülen. Ähnlich ist es bei Pflegen oder bei Conditioner. Da müsst ihr deutlich länger spülen, um das sämtliche Reste aus dem Haar zu beseitigen. Wenn ihr zum Beispiel auch viel Styling-Produkt benutzt, dann ist es auch schwieriger bei weichem Wasser, das wieder herauszuwaschen. Wo wir schon beim nächsten Punkt werden, denn weiches Wasser macht das Haar schön weich. Wenn man feines Haar hat oder wenn man Frisuren trägt, wo man viel Griffigkeit braucht, das nicht möchte, ist es wieder von Nachteil, weil man braucht wieder mehr Styling-Produkt. Man braucht zum Beispiel Schaumfestiger, Haarspray oder alles Mögliche, damit man ein bisschen Griffigkeit in die Haare reinbekommt. Also ihr seht schon, auch weiches Wasser hat nicht nur Vorteile und hartes Wasser hat nicht nur Nachteile. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was man möchte. Natürlich ist es so, man will immer das, was man nicht hat. Und damit ihr, wenn ihr jetzt quasi irgendwo in einer Gegend wohnt, wo ihr weiches Wasser habt und feines Haar habt, jetzt nicht unbedingt umziehen müsst, gebe ich euch noch mal ein paar kleine Tipps, wie man das Wasser oder wie man ein bisschen besser mit den Haaren klarkommt, auch wenn man eine Wasserhärte hat, die einen da eher nicht so toll ist. Bei zu hartem Wasser empfehle ich es allen und ich mache es auch bei mir im Laden, einfach hinterher nochmal eine Spülung mit Apfelessig zu machen. Das astringiert so ein bisschen die Haare und das lässt die Haare einfach nochmal ein bisschen weicher werden und sie sind nicht ganz so spröde, sie lassen sich auch viel besser durchkämmen. Einfach in einer so schönen Dosierflasche, die verlinke ich, wenn ich sie finde, auch nochmal unten in der Beschreibung, einfach 10 ml Apfelessig oder normales Essig oder Zitronensaft, je nachdem, was ihr zur Verfügung habt,
auf 100 ml Wasser auffüllen und auf die gewaschenen Haare geben und hinterher nicht mehr ausspülen. Auf YouTube sieht man auch oft das sogenannte Exo Floating Shampoo. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Dabei helfen sollen auch den Kalk zu beseitigen. Ich habe wenig Erfahrung mit solchen Produkten, kann nicht so viel dazu sagen, aber ich habe auch bisher von niemandem gehört, dass das wirklich funktioniert. Und als ich mal Erfahrung damit hatte mit Exo Floating Shampoo von der Firma Aveda, die sind ja eher dafür da, um die Kopfhaut von sämtlichen Resten und von Fett und sowas zu befreien. Ich weiß nicht, ob man damit wirklich Kalk in Form von hartem Wasser, der durch hartes Wasser in die Haare kommt, sicher entfernen kann. Daher kann ich euch dazu keine wirkliche Auskunft geben. Ist euch aber auch nicht wirklich empfehlen. Was man noch ganz altmodisch machen kann, ist das Wasser einfach abkochen. Dann bleibt der Kalk im Kessel oder im Wasserkocher und ihr nehmt dann das Wasser dafür. Aber das ist wieder eine relativ aufwendige Art und Weise. Machen, glaube ich, die wenigsten. Ähnlich wie ein Tipp, den man bei zu weichem Wasser machen kann, und zwar einfach nicht das Leitungswasser nehmen, sondern entweder das Wasser filtern und noch mit Mineralien versetzen lassen. Auch das ist eher nicht so ein praktischer Tipp, das gebe ich zu. Bei zu weichem Wasser ist das Problem auch eher gering, weil man kann mit Styling-Produkten ganz einfach nachhelfen. Wenn dann eure Frisur nicht so wirklich sitzt, weil das Wasser zu weich ist, dann einfach Schaumfestsäcker nehmen, Haarspray nehmen, Haargel nehmen, Haarwachs nehmen. Dann bekommt man auch das gewünschte Ergebnis hin. Ja, mich würde auf jeden Fall nochmal interessieren, wie das Wasser bei euch ist, wo ihr zu Hause seid und welche Wassereigenschaften, weiches Wasser oder hartes Wasser ihr da habt und wie ihr damit klarkommt und wenn ihr damit Probleme habt, was eure Tipps vielleicht noch sind, wie man das irgendwie ändern könnte. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare und wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und irgendwas war noch. Ja, ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Vielen Dank erstmal an der Stelle und wir sehen uns beim nächsten Video.